LKW haben, beziehungsweise unsere eigenen LKWs mit eigenen Fahrern eventuell. Wie ihr das vom ETS 2 noch kennt, also vom Euro Truck Simulator 2, wer auch mit dabei war, können wir dann später mit unserem eigenen LKW dorthin fahren, bekommen dann dort die Aufträge und haben dann deutlich mehr, ja, Gewinn bei diesen Aufträgen, weil wir halt auch unseren eigenen LKW mitbringen, quasi der eigene Schäden haben kann, wir müssen den Kraftstoff selber bezahlen und wir müssen auch darauf achten, dass wir immer genug geschlafen haben, dies, das. So, jetzt sind es noch knapp 200 Meilen, wir haben schon einiges weg. Ja, wir können ja mal schauen, ich kann mal ganz kurz gucken, was es Neues gibt auf der Welt, Freunde. Wir können ja mal schon mal schauen, ich öffne jetzt mal eine Nachrichtenseite, weil bis jetzt habe ich mir, wie gesagt, noch keine Themen rausgesucht. Weil, ich wollte eigentlich das Game tatsächlich nur mal anzocken, ein Part, aber mittlerweile sind wir schon wieder so gut dabei hier. Das ist ja unglaublich, Freunde. Aber das ist, wenn man dieses Spiel dann einmal angefangen hat, dann möchte man den Auftrag noch und den Auftrag noch und ja, immer so weiter. Ja, hier wieder viele politischen Themen. Das ist ja momentan ganz aktiv, Freunde, ne? Also Politik, mein Gott, das ist ja wirklich eine Sache für sich, ne? Es ist halt wirklich so. Und ich habe das ja schon mal im Flüff-Part angesprochen. Momentan teilt sich, oh mein Gott, jetzt bremst der hier ab hier, oder was? Momentan teilt sich Deutschland halt echt in zwei Teile. Und ja, da habe ich im Flüff-Part mal zugesagt, das möchte ich jetzt hier nicht komplett wieder aufrollen. Wir müssen halt sehen, dass das hier halt nicht die Überhand gewinnt. Versteht ihr, was ich meine? Weil wir sind halt ein Land und ich finde, wir sollten uns da nicht groß, ja, von anderen manipulieren lassen, sage ich jetzt einfach mal so, ne? Kann ja jeder mal seine Meinung in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, auch Themen gerne in die Kommentare. Das wird wieder so ein Projekt, wo ich auch aktiv die Community mit einbeziehe, Freunde. Das ist mein Ziel. So, was haben wir denn hier, lol, was haben wir denn hier sonst noch Schönes? Wieder viel unnötiges Zeug hier. Ist halt immer blöd, dass ich jetzt nichts vorbereitet habe an großen Redenthemen, weil ich jetzt halt gerade gestartet habe. Oh, oh. Das passiert, seht ihr, Freunde, das passiert, wenn man auf dem Handy startet und gleichzeitig hier am Fahren ist. Deswegen ist das in Deutschland auch verboten. Macht jetzt wieder Sinn. So, hier hinten sehen wir sogar gleich so eine einsame Tankstelle. Oder so eine Raststätte, kann man ja schon fast sagen. Gucken wir uns mal eben ganz kurz an. Schlafplatz, Tankstelle. Ja, sah gut aus. Hier sind wir gerade schön am Driven. Oh, jetzt, oh, oh, oh. Da sind wir, oh, jetzt müssen wir die Spur wechseln. Das Problem ist, jetzt will uns gerade hier einer überholen. So, jetzt müssen wir aber rum. Wir sind tatsächlich gleich schon da, also lohnt sich das eigentlich auch gar nicht, Freunde, ein Thema noch auszusuchen. So, jetzt sind wir Richtung El Centro. Oh, oh, jetzt müssen wir aber richtig hart abbremsen hier, weil er vor uns ja auch komplette Vollbremsung macht. Und tatsächlich wieder eventuell eine Fahrt ohne Schäden. Das wäre natürlich richtig geil. So, er biegt jetzt ab. Wir müssen noch eben warten hier. Ja, komm, dann warten wir auf den blauen auch noch. Dann ist er hier aber auch Schluss. So. Dann haben wir jetzt ein 30er Speed Limit. Das müssen wir natürlich beachten. Es wird auch langsam hier etwas dunkel, deswegen schalten wir mal das Licht an. So, jetzt fahren wir wieder einen Tacken zu schnell. Ihr seht, es ist halt extrem schwierig, hier das Speedlimit immer hundertprozentig einzuhalten. Tempomat ist drin. Und ich merke gerade, wie meine Stimme mich schon wieder langsam verlässt hier. Weil ich momentan extrem viel aufnehme für euch. Jetzt haben wir hier ein 65er Speedlimit. So viel schafft unser Truck gar nicht. Wieso steht da jetzt nur 55? Ich weiß es nicht, Freunde. Hab absolut keine Ahnung. So, jetzt können wir auf jeden Fall wieder Gas geben. Und wir sind jetzt gleich noch 85 Miles von unserem Ziel entfernt. Also weniger als ein Drittel.
Minuten, dann cashen wir gleich noch ganz gut ab. Dann haben wir schon fast 10.000 Dollar verdient, meine Freunde. Das in der ersten Aufnahme ist schon nicht schlecht. Dann können wir mal schauen, können wir uns ja eventuell Ende dieser Aufnahme noch einige LKWs ansehen. Gibt ja nur zwei. Wir sind ja jetzt beide gefahren. Wir fahren jetzt hier wieder den Kenworth. Den Peterbilt, oder wie man das auch immer man aussprechen mag, haben wir ja gerade schon gesehen. So sieht halt der... Oh. Der Kenworth aus. Oh, oh, wir fahren 62 Meilen pro Stunde. Mal ein bisschen abbremsen hier. So, jetzt haben wir wieder zu stark abgebremst. Das ist hier mit Kontrolle der Geschwindigkeit. Dann hast du wieder zu viel und hast wieder zu wenig drauf. Da müssen wir echt noch ein bisschen üben. Beziehungsweise ich. Ja, ihr könnt das ja wahrscheinlich alle schon perfekt. So. 51, 52. Ja, komm. Und ich... So, machen wir hier Tempomat rein und jetzt schön entspannt, Freunde, sind wir jetzt auf dem Weg nach El Centro. Oder wie auch, ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie man teilweise hier die amerikanischen Städte ausspricht. Oder auch die amerikanischen Marken. Beim Euro Truck Simulator hatte ich weniger Probleme, weil das logischerweise fast alle deutsche Marken waren. Niedriger Tankfüllstand, Sie sollten eine Tankstelle aussuchen. Ja, ich suche jetzt aber keine mehr auf. Weil das nicht mein LKW ist und ich sehe nicht ein, dass ich den tanke. Ich weiß, dass man auch irgendwie hier die Anzeige durch switchen kann, um zu sehen, wie weit man auch damit fahren kann. Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, es sollte wohl noch reichen bis dahin. Ah, bestimmt noch. Man muss sich mal überlegen, wie so ein kleiner... Ja, so ein kleiner... Balken, ja, wie viel Liter das aber noch sind, gerade wenn es ein LKW ist, ne? Aber wir sind jetzt auch gleich da, 14 Meilen noch und dann sind wir schon am Stissel. Erster Aufenthalt in El Centro. Ich weiß gar nicht, ob ihr die Steam-Errungenschaftsfortschritte hier die ganze Zeit seht. So, jetzt müssen wir hier gleich links abbiegen. Setzen schon mal den Blinker, damit der hinter uns Bescheid weiß und dann können wir schon mal langsam hier vom Gas runter. Oh, 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 oh. So, jetzt haben wir ein bisschen die Kurve verkackt. Weil da halt noch so ein Wohnmobil angesprintet kam. So, jetzt geht sie wieder rechts rein. Die Kurve haben wir relativ gut genommen. Und jetzt geht es nochmal links rein. Und dann sind wir auch schon auf der Farm da, oder was das hier ist. So. Boah, das sieht ja nice hier aus. Wo möchtest du es hinhaben, Bro? Dann können wir mal schauen, ob ich das hinkriege. Da willst du es hinhaben. Ja doch, das sollte eigentlich machbar sein. Wenn wir hier einmal drehen und dann langziehen, dann könnten wir quasi... Wobei, er steht halt da ein bisschen schräg, ne? Wir kommen da ja so gar nicht rein und jetzt bleiben wir hier schon wieder hängen. Wie unlogisch das ist. Jetzt sag bloß, er schafft die Kurve nicht. Ah doch, die schafft er aber ganz knapp. So. Ja, und jetzt müssen wir erstmal nur rückwärts fahren. Ja, jetzt kommen wir schon, das war wieder ein Fail, weil jetzt kommen wir nicht mal an den kleinen Dingen zu vorbei. Ich sollte das auch nicht immer so schnell machen.
Ey, Freunde, bin ich gut oder bin ich gut, hä? Ja, so läuft das. Druckbehälter von Los Angeles nach L10-Druck liefern 240 Mal in 5 Stunden, 20 Minuten. Und ja, haben insgesamt eine Basisvergütung von 3.713 bekommen. Lol, hat das nicht eigentlich 4.000 gemacht? Ja. Ja, 8.130 haben wir jetzt. Ich guck mal ganz kurz, wie lange wir jetzt schon aufgenommen haben. Ich würde sagen, Freunde, dann schauen wir uns jetzt nochmal LKWs an. Das Problem ist, wir haben nur einen freigeschaltet. Den Kenworth-Händler oder Keenworth-Händler, den können wir mal besuchen. Da können wir mal schauen, in welchem Preisbereich wir uns hier so bewegen. So, wobei, ja doch. Wenn wir einmal den Keenworth T680 Duty Day Cabin für 122.000 und dann wird es hier so tatsächlich erstmal teuer und ich kann die alle auch gar nicht fahren. Der ist zum Beispiel erst ab Level 20 verfügbar, Freunde. Ab Level 20, da sind wir noch weit von entfernt. Das heißt, das wäre hier der einzige, den wir uns leisten könnten. Wie kann ich mich denn hier umgucken? Achso. Das wäre quasi der einzige, der in unserem preislichen Rahmen wäre von Kenworth. Wir können ja mal gucken, was die Ausführung kosten würde, die wir haben wollen. Ja, wir können nur den nehmen. Das können wir auch nur nehmen. Auch nur. Quasi das Einzige, was wir ändern könnten, wird wahrscheinlich die Farbe sein. So, ich würde dann hier so einen Haixun, Haixun Grau würde ich nehmen. So vielleicht. Bisschen heller oder bisschen dunkler, mal schauen. Eventuell sogar auch in Metallic, wenn das besser aussieht. Das war die... So vielleicht. Sieht ganz edel aus. Wenn wir jetzt hier nur das Zubehör... Weiß ich nicht, das können wir nicht machen. Das können wir nicht ändern. Das können wir nicht ändern. Wir können hier quasi überhaupt noch nichts ändern, Freunde. Ne. Das meiste ist erst ab Level 5 und Level 3. Und hier drin dann wahrscheinlich auch nicht, oder? Ne. Selbst dafür brauchen wir Level 5. Das heißt, das Einzige, was wir tatsächlich am LKW bis jetzt ändern können, wäre die Farbe. Und das würde uns 123.800 kosten. Ja. Das brechen wir jetzt erstmal ab. Verlassen erstmal den Händler. Und gucken mal, was wir denn schon für einen Kredit aufnehmen können, Freunde. Gehen wir mal zur Bank. Ungenutzter Kreditrahmen $130.000, Freunde. Das heißt, wir könnten uns genau ein LKW holen und dann wären wir mit ja, knapp 120.000, ja, 110.000 verschuldet. Ich würde sagen, Freunde, wir fahren jetzt erstmal noch etwas und ja, werden uns noch ein bisschen Geld zusammensammeln, werden noch öfters in andere Städte reisen, denn wir sehen, LKW-Händler, wir haben hier noch einige, wir haben zum Beispiel in Bakersfield haben wir noch einen, in San Diego haben wir einen, in Reno haben wir einen und in Elko haben wir einen. Und die gilt es natürlich auch erstmal noch zu erkunden. Vielleicht haben die ja bessere Angebote, größere, andere, wer weiß, Freunde. Auf jeden Fall müssen wir erstmal noch ein bisschen Geld machen, bevor es dann richtig losgeht. Jetzt wird die Musik wieder so unheimlich laut. Ich stelle die mal ganz kurz aus für den Zeitraum, wo ich jetzt hier am Labern bin, ja, wie gesagt, wenn euch das Projekt gefällt, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen hoch freuen. Wir beenden jetzt erstmal hier die Aufnahme und dann kann ich erstmal sehen, wie das Projekt bei euch ankommt. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Aufnahme wieder dabei seid. Wenn es wieder heißt, Haixun spielt den American Truck Simulator. Bis dahin, Leute, macht's gut, haut rein, peace out.